Moin Freunde und willkommen zurück zu den Pokémon Kamen und Popo Rangkämpfen. Heute tatsächlich mal wieder mit Einzelkämpfen, seit längerer Zeit mal wieder. Und ja, hoffentlich halte ich es jetzt ein, dass wir das immer so ein Wechsel bisschen machen jetzt. Weil tatsächlich, als ihr seht, ich habe schon 23 Kämpfe bestritten, lief bisher nicht so gut insgesamt. Und ja, wir shorten mal in den ersten Kampf rein. So, unser erster Gegner ist der Eric. Er hat mal wieder ein Flatter dabei. Flatter ist, finde ich persönlich, ganz gefährlich, ein ganz gefährliches Pokémon. Kramor, Donnersichel, Monitiguru, Sferox und Dragoran. Also eigentlich komme ich an Ramot gleich mit dran vorbei, wenn ich ehrlich bin. Ich würde auch gerade vor Gita, also Tinkerbell, auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und ihr seht auf jeden Fall, vielleicht ist es nicht ganz, aber ich habe noch kein Paradox-Pokémon trainiert. Tatsächlich gerade bewusst nicht, aber ja, ich bin noch ein bisschen bei der Findung, welches ich jetzt nehmen möchte und welche nicht. Deswegen habe ich noch keins genommen bisher. Wen nehme ich denn noch mit? Weil ich möchte ungefähr mit Ramot reingehen. Nehme ich Knackrack als erstes? Weil im Grunde stehen ja mal die drei Pokémon schon, ne? Wobei, ich brauche Ramot vielleicht gar nicht. Ich habe auch Knackrack mit dem Terra-Typ Feuer. Stimmt. Kann ich den noch mit dem Schlurm? Ne, Schlurm macht keinen Sinn. Lass ich den Psychopathrat essen mit Knackrack und Tinkerbell, ja. Tatsächlich. Tinkerbell ist ganz gut gegen Dragoran, gegen Flatterhaar vor allem, weil es eine sehr hohe Spezialverteidigung hat. Mal schauen, wie es laufen wird. Ich gehe davon aus, Flatterhaar ist eh dabei, also von daher. Ich habe überhaupt keine Gedanken. So, ja. Geht als erstes sogar. Versuche ich auch noch mit Psychopathra was zu reißen, ganz ehrlich. Erstmal. Ja, genau, direkt auf Flucht gehen, genau, das wäre es jetzt. Ich habe Tinkerbell übrigens umgebaut. Ihr kennt sie ja vielleicht noch aus älteren Rangkämpfen, aus vorherigen Rangkämpfen im Einzelkampf. Da hatte sie ja noch einen Diebeskurs, den habe ich jetzt geswitcht durch, oder mit Krüttler. Oh, Verhöhner. Die Sau. Die möchte Staffette verhindern, oder was? Aber die. Also, Evi, also mittlerweile durch Psychopathra ist gar nicht mehr so gut, weil die meisten, glaube ich, mittlerweile wissen, wie man Psychopathra spielt. Und ja. Ja, deswegen, Psychopathra muss ich vielleicht mal austauschen irgendwann. Der Überraschungsmoment ist da halt einfach weg, mittlerweile. Jetzt ein Spukball, das ist eh weg, ne? Das ist eh down. Behaupte ich jetzt mal. Jetzt kommt der Verhöhner? Hä? Aber dein Flatter wird jetzt draufgehen. Wenn ich jetzt angreife. Außer du hast jetzt irgendein Pokémon, was reinkommt, das, was könnte es denn sein? Was könnten reinkommen? Armor, Monitigo, Sherox. Okay, die könnten halt drei reinkommen. Donnersichel. Geh jetzt auf den Zauberschein einfach um. Ich meine, der wird nicht killen, glaube ich. Aber wenn jetzt Donnersichel reinkommt, ja, ich gehe auf Zauberschein kommen. Ich hoffe, es kommt rein. Weil dann ist es direkt weg. Aber es ist weg, aber es wird auf jeden Fall auch nicht Schaden nehmen. Weil die Energiekapsel wirkt. Ah ne, ja doch, Energiekapsel, ich wollte gerade sagen. Aktiviert die Fähigkeit so rum, genau. Ich dachte, Paleosynthese wird irgendwie so eine Sonntags. Dings. Ja, das war's mit deinem Donnersichel, Kollege. Außer das ist jetzt noch Prio oder so. Was ja sein kann. Ja, wird wieder zurückgerufen. Tata! Corviknight. Ja, okay, da habe ich aber auch was gegen. Mein Freund. Kann ich jetzt wieder Staffetten? Ne, noch nicht. Wie lang hält denn das noch? Eine Runde noch. Ne, ich muss rauswitchen. Sorry, ey. Ist mir zu heikel. Dann gehen wir zu Knackrack. Wird das Eisenabwehr einsetzen? Das wäre jetzt kacke. Ich hätte lieber Staffette eingesetzt, sag ich euch ganz ehrlich. Plus 3, plus 4 fast. Da war sogar schon plus 4 Eisenabwehr, scheiße. Das ist schlecht. Kannst du bitte verbrennen wenigstens? Rauchhaut wird noch sein Übriges tun, auf jeden Fall. Ein bisschen Schaden anrichten. Da kommt jetzt Flatterhaar wieder rein. Das finde ich jetzt sogar irgendwie witzig, sag ich ganz ehrlich. Was wird halt Dings überleben, ne? Hey. Oh Gott. Hat er gar keinen Schaden. Beulenhelm, super. Noch besser. Immerhin ist es rückgeschreckt.
Wage ich den Schwertanz? Oh, Schwertanz. Mach gar keinen Schaden. Ist das Problem. Vielleicht boostet der sich auch noch weiter. Das wäre ganz geil jetzt. Body Press. Die Rauch hat wirklich gesagt, das war mir klar. Ah, ich muss jetzt angreifen, ganz ehrlich. Vielleicht noch ein Burn? Ne, leider nicht. Lass den Knackrack killen. Leider. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Der Riesenhammer ist nicht sehr effektiv. Da kommt Psychopatha mit dem Bodypuls überleben, ist nicht sehr effektiv, oder? Ich weiß, dass ich auf plus 1 schneller bin als dieses, wie heißt es denn? Dieses Flatterhaar. Vielleicht reicht auch nicht ein Schlag. Oh, da kommt jetzt Dings rein wieder. Das wäre jetzt fies. Jetzt genau jetzt reinkäme, weil jetzt bin ich auf nicht ein Schlag. Ne, okay. Was killt nicht? Mist. Oh, das ist schlecht. Opferhühner, okay. Das ist wirklich schlecht. Spiegelrüstung. Was mache ich denn jetzt? Schutzschild geht nicht mehr. Hier bin ich auf plus 4. Ach, ich muss es wagen, ganz ehrlich. Wenn ich dann auf minus 4 bin, ist das eben so. Ich behaupte mal, dass mein Grand Forgiter das alles überstehen kann. Flatterhaar. Das Ding ist, das wird ja nicht sterben durch einen Lichteinschlag. Und das braucht jetzt halt auch kein Dings mehr. Kein, die Frage ist, wie viel Schiff darf da, du hast jetzt glaube ich nur 40, ne, ja 40 und das hat 155. Also, so wie es schon mehr als doppelt so viel. Weil ich switch raus. Könnte jetzt ein blöder Fehler sein, aber ich switch jetzt einfach raus. Die Derwig auch mein erstes Pokémon ist ja dann fair. Wie viel Schaden hat das anrichtet? Ist neutral. Ist mir klar. Ach, das war ein Crit. Okay, es war ein Crit. Spezialverteidigung sinkt. Na super. Ja, dann ist es jetzt egal, ne? Ob es crittet oder nicht. Geil. Super. Natürlich muss er wieder critten und. Ja, komm. Du mich auch. Ganz ehrlich, das ist so ein Witz, ne? Ja, hab ich verloren. Im Kampf. Mir gar nichts. Dings wird auch keinen Angriff überleben, kein, zumindest kein Dings, kein Spukball. Da müsstest du einen Fokus gut tragen, den trägt leider ein anderes Pokémon. Aber ich sag gar nicht, was, ob es im Team ist allgemein. Ich werde natürlich nicht critten, was reichen würde wahrscheinlich. Klar, werde ich wieder gekrittet und krieg den Drop, weißt du? Genau. Ey, so viel Pech kann man gar nicht haben, ohne Witz. Wahrscheinlich hätte Magieflamme auch so gekillt, ich hätte Terrakus stabilisieren können, gerade zum Typ Wasser. Ich hätte die Magieflamme auch komplett vergessen. Muss ich gestehen. Jetzt hätte ich einen Terra-Typ Fee gerne. Ja, super. Ja, wird natürlich nicht reichen. Das war's. Ja, leider war es das. Ey, das ist so unfair, ne? Ohne Witz. Kotzt mich gerade echt an. Aber weil ich wieder Pech hatte. Das passiert mir ständig gefühlt. Spukball ist kein High-Crit-Move. Außer dieses die trägt ein Item. Was die Vortrefferquote hat, was der sein kann. Gut. Weiter mit dem zweiten Kampf. So, und der nächste Gegner ist hier mit Japanisches, hat wieder Donnersichel, Eisenkrieger, Eisenbündel, fast nur Paradox-Pokémon, auch geil. Bis auf Kramor halt, ne? Aber ich glaube tatsächlich, gerade war der Fehler Knackert mit zu dem wegen Kramor allein schon, ne? Da habe ich nämlich jetzt meine Motte eher. Wobei, jetzt macht Knackert sogar mehr Sinn. Wegen dem Eisenfalter. Wenn ich ehrlich bin. Gehe ich so rein wie eben? Hat die Frage, ne? Da gehe ich jetzt direkt auf Grand Forgiita und. Bei Grand Forgiita trifft. Donnersichel mit dem Knuddler. Eisenkrieger mit dem Knuddler. Eisenbündel trifft neutral mit dem Riesenhammer. Hat haben im Riesenhammer sehr effektiv. Okay, das Eisenfalter das Problem. Merke ich gerade. Ja,
Der macht ja auch keinen Sinn, wirklich. Weil der einfach durch den Flatter-Schubball sofort gestirbt. Hier direkt gleich nochmal mit. Komm. Versuchen wir es nochmal. Bringt ja nichts. Und Kanpogita ist ja eigentlich für Flatter sogar dabei. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ist ja vielleicht gerade cleverer gewesen, einfach Psychopatra zu opfern, ne? Auch. Oh, okay. Das Teil zuerst, verstehe. Da ist mein Schutzschild, booste mich. Problem ist, es wird halt nicht durch einen. Es wird halt nicht durch einen Temposchuh, durch einen Zauberschein sterben, haben wir gerade schon gesehen. Oh, Drachentanz. Das boostet sich auch, scheiße. Das ist schlecht. Kann der Zauberschein bitte töten? Ausnahmsweise mal. Es ist schneller noch. Okay, da habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, Donnersichel wäre nicht so schnell. Du bist nicht schneller als, ja. Pech, ne? Na, dann ist der Kampf schon wieder gelaufen, kannst du jetzt, kann ich jetzt schon sagen. Muss doch nur Kramo wieder dabei sein, ist Feierabend. Gucken, was jetzt kommt. Ja, Kristallisierung natürlich, damit der die Vielfachschwäche weg ist auf jeden Fall. Wahrscheinlich noch Typ Boden, dann umso besser, dann hat er, ja, Typ Stahl. Ja, okay, GG. Ja, dann mache ich nichts mehr mit diesem Kampf. Das trifft neutral, kann flinchen. Und killt. Ist das jetzt ein Scherz oder so? Jetzt mal ohne Witz. Ja, ist was, ganz ehrlich, der Kampf ist weggelaufen, weil es ja so ein Donnersichel. Genau das, weil ich vermutet hatte schon, dass mich immer die Paradox-Pokémon so abpacken werden, weil ich wahrscheinlich die Rennkämpfe erstmal, ich kaum noch Bock habe. Dem Erdbeben. Erdbeben ist stärker als Feuerzahn, selbst in der Terrakristallisierung. Kommt ein Eisenschädel ist die Frage, wahrscheinlich kommt jetzt eine Drachenklaue, ne? Die dann sowieso neutral trifft und dann egal. Ist. Jetzt ein Erdbeben kommt, umso besser. Dann kann ich dir nicht noch mehr in die Karten spielen, ganz ehrlich. Puppenschuss. Ach, Mehrfach-Move, okay. Crit, natürlich noch ein Crit. Aber trifft, ja, nur dreimal. Das könnten wir jetzt sogar noch in die Karten spielen. Dass die Verteidigung sinkt. Immer ein Pokémon gekillt. Und meine drei sind alle fast tot. Von einem Pokémon, ne? Ich sag's nur. Aber der hat auch gut gespielt. Drachentanz war schon clever. Muss man echt sagen. Ich muss den Terra-Typen von meinem Psychopath rennen. Ich glaube, ich brauch doch den Typ normal. Ich habe eigentlich Typ Geist genommen. Bin Turbo-Tempo von Dragoran. Das wird ja kaum noch gespielt. Schneller als du, oder? Ich dachte, du wirst auch keinen Angriff überleben, wenn ich ehrlich bin. Achso, du hast einen Fokusgurt. Und hast du nicht für die Energiekapsel. Es ist doch schneller. Alles klar. Wahrscheinlich das schnellste Eisenpartner, das ich je gesehen habe. Ja, Leute, ganz ehrlich. Also. Ja, mal gucken, ob es mit Einzelkämpfen so weitergeht. Also, ich habe da gerade echt keinen Bock drauf, ne? Vielleicht mache ich doch noch Paradox-Pokémon, klar, bis zum nächsten Mal. Mal schauen. Ich habe ja ein paar Tage Zeit bis dahin, von daher. Ja, genug rumgeheult, Leute, ich mach's kurz. Das war's für heute mit den Rangkämpfen. Ich habe nämlich keinen Bock mehr gerade. Mit mir jetzt kurz zum Mund rüttelig zu reden. Ihr habt gesehen, was hier ablief und Paradox-Pokémon sind scheiße, zumindest im Einzelkampf. Und ja, ihr könnt mir gerne schreiben, wollt ihr überhaupt noch Einzelkämpfe sehen? Weil ich mich davon abhängig finde, ja persönlich auch Doppelkämpfe spannender, weil man da ein bisschen mehr taktieren kann. Einzelkämpfe sind halt einfach, ja, baust einfach voll drauf oder kriegst auf die Fresse oder so mit richtig mit Taktik, finde ich persönlich. Klar gibt's so Setups, wo Taktik geht, das schon. Aber. Ja gut, vielleicht bin ich auch einfach abgefuckt von den Kämpfen gerade, kann auch sein. Na gut, lasst doch einen Daumen da zum Trost, würde mich sehr freuen. Schaut noch hier vorbei, einfach mal in die Rangkampf-Playlist, falls ihr irgendwie eine Folge verpasst habt. Dann könnt ihr euch die da noch reinziehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal, tschüss mit Öl, euer Basukasu.